Hallo und herzlich willkommen zurück zu Craft the World. Ja, und wir werden da jetzt mit unseren okay, die schnarchen da, sehr schön. Wir machen da jetzt Steine. Wir brauchen Steine, Leute, Steine. Bitte macht mir Steine. Und werden uns da... werden uns da jetzt, wollte ich sagen, runtergraben. Aber wir haben da das Problem mit den Viecherzeug da. Wir sind leider Gottes noch nicht... so gut ausgerüstet. Turm, 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 Holzhelm. Ja, schauen wir mal. Holzhelm. Brauchen wir 3 Holz? Das haben wir. Aber keine Blätter. Okay, das reicht nicht für alle. Das zahlt sich noch gar nicht aus, dass wir da was machen. Da warten wir lieber, bis wir für alle was haben. Und zwar, ich würde mich gerne da runtergraben. Nur möchte ich da nicht bei den Tieren da vorbei, sondern ich möchte da daneben. Ja, genau so haben wir das vorgestellt. Das schaut doch gut aus. Dann werden wir da jetzt runtergraben. Und so, ups, so machen wir das. Weil Leitern haben wir ja noch. Apropos Leitern, nee, nicht ausrüsten. Leitern. Wir werden da noch ein paar Leitern machen. Einmal, zweimal. Ja, machen wir mal 10. Dann haben wir 14 Stück, das sollte dann erreichen. Und ja, so machen wir das. Und zwar wollen wir da jetzt in die Tiefe gehen. In die Tiefe. In die Tiefe des Dschungels. Achso, das ist ja kein Dschungel. So, gut, gut. Na, sag einmal, ich schnarch's aber nicht. Hallo? Da will ich. Ich finde das immer noch so lieb. Das ist wirklich, also das ist. Eins wirklich meiner absoluten Lieblingsspiele, das muss ich echt sagen, weil das haben sie echt gut gemacht, die Entwickler. Jo, okay, dann werden wir mal, sagen wir mal Gas geben, ne? Dass das schneller geht. Okay, was ist mit dir? Hallo? Hallo? Was ist mit dir? Okay, willst du nicht arbeiten oder was? Mario. Dabei gibt es da jede Menge Arbeit für dich. Ja, sehr schön. Schön runtergraben. Immer nur schön runtergraben. Hoppala, wunderbar. So, und jetzt können wir da Leiter setzen. Leiter setzen. Das werden wir natürlich machen. So. Ja, ist schon gut. Hat da ja keiner angeschafft, dass du da rüberfliegst. Werden wir noch den Diamant oder was das da ist? Den Kristall? Oh, schaut euch das an. Doppelt. Na super. Ach du meine Güte, da müssen wir aufpassen. Ja, das Problem an der Sache ist nämlich, ja, die sind zwar nicht stark, aber viel. Ja, und unsere Zwerge, wir sind noch nicht so ausgerüstet, dass wir gegen die kämpfen können. Das heißt, wir haben da nur eine Keule. Und wenn wir da oben schauen, in 22 Minuten haben wir die Riesenwelle da mit der Angriffswelle, ja. Von den, also die Monsterwelle heißt es eigentlich, ja. Die kommen da auf uns zu. Ja, und ist aber ein bisschen schwierig. Buch des Holzfällers, hey cool. So, bitte das einmal wegmachen da. So, dann werden wir da mal Ebene reinziehen. Da ist wieder jede Menge Stein, den wir gleich mitnehmen. Ja, und dann würde ich sagen, wir werden es wirklich riskieren, dass wir da mal runtergraben. Dass da gleich zwei nebeneinander sind, ist heftig. Echt, das ist echt heftig. Muss ich schon sagen. Also, ne? Ich meine, früher oder später bleibt uns nichts anderes über, also, dass wir die kaputt machen, ja, damit wir da oben gerade kennen. Aber, das ist nämlich so ein komisches Viech. Ach Gott. Na toll. Okay, Leiter können wir da noch keine setzen. Aha. Na super, was ist denn das da? Hallo? Hey, so ein Gespenst schon wieder. Lass mich doch in Ruhe. So, jetzt müssen wir da wieder. Hä? Was tut der? Hallo? Attacke, Freunde. Wir haben da Besuch.
Wir haben da Besuch und das geht einmal gar nicht. Da gibt's jetzt eine auf die Mütze, mein Freund. Oh, wir können dafür. Oh, jede Alarm. Das ist super. Oh, Gott sei Dank geschafft. Hallo Freunde, da geht's weiter. So, okay, kaputt. Warte mal, wenn wir mal die Zeit runterdrehen. Und zwar, der wird sich ausruhen. Was? Ne, ich wollte dich eigentlich, dass du schlafen gehst, mein Freund. Essen, Steuerung, ausruhen. So, jetzt aber. Der hat ganz schön was angekriegt, der Kollege. Wie schaut's mit dir? Nee. Ich würde den Zweck ausnehmen. Zweck ausnehmen. Okay, der ist in Ordnung. Was ist mit dir? Achso, das ist schon wieder so ein Geist. Das geht auch gerade noch so. Okay. Level Aufstieg, yes. Sehr schön. Das ist ja toll. Das heißt, wir haben wieder einen Zwerg dazu. Juhu, juhu, juhu. Okay. Dann werden wir da gleich mal ausrüsten. Okay, wir können ja nicht ausrüsten, müssen wir zuerst einmal was herstellen. Dann machen wir mal, hätte ich gesagt, wir machen eine Steinaxt für ihn. Du kriegst eine Steinaxt, zack. So. Einmal, dann bekommt er natürlich eine Steinspitzhacke. Ja, die kriegt er auch noch. Das geht sich gerade aus mit unseren Steinen. Ja, materialmäßig haben wir noch nicht viel, weil, ja, es ist zum. Eine Keule. Das Problem ist, es ist doch schwieriger als wie die erste Welt. Das muss man einfach so sagen. Aber. Wie heißt denn unser Necker? Was? Nein? Was sind das für Namen? Nein. Okay, du heißt Nein. Gut. Hallo Nein. Willkommen in unserer Zwergenwelt. So, gut ist es. Da haben wir einen Koch. Haben wir schon ein Kochbuch? Buch des Jägerskletterers, Schmiede, Kochbuch. Okay, dann kriegst du das gleich mal. So, seht ihr, dann labeln wir das nämlich auf. Das ist sehr gut. Magier, Bogenschütze, Fischer, Magier, Holzfäller. Holzfäller ist auch gut, da haben wir doch auch was gekriegt. Schmiede, Buch des Holzfällers, nutzen. So, dann können wir den auch auflabeln. Sehr schön. Gut, gut. Gut, gut. Gut, gut. So, dann haben wir da noch Steine, das werden wir da so angraben. Die fahren nur nicht tief, dass die Tiere Viecherzeugs da nicht rausgekommen. Das war nämlich echt blöd. Das wäre so blöd, wenn da die Viecherzeugs rausgekommen. Dann machen wir da mal Licht. Mit unserer Zwerge auch was sehen. So. Oh, das grabt sich da auch schon fleißig raus. Super, da werden wir dann irgendwann einmal kämpfen müssen. Das wird uns wohl nicht erspart bleiben. Aber gut, was soll es? Ist halt einfach so. Wir brauchen auf alle Fälle jede Menge Steine. Das heißt, wir werden da die Steine gleich im Hintergrund mit abbauen. So. Zack, zack, zack. Zack. Ups, nee, nicht zack aus. Zack, zack. Zack. So. Haben wir zwar da jetzt ein Loch, aber das ist eigentlich ganz relativ. Sollte uns das nicht wischt sein. Hm. 24% Komfort. Ja, okay, das soll uns eigentlich nicht wirklich. Jetzt haben wir einen Durchbruch da. Gut, das heißt, wir müssen das doch wieder zumachen. Was ja auch kein Problem ist. Wir kennen das ja mittlerweile schon. Hallo? Wenn wir das dazu machen, so. Blätter, die können wir gut gebrauchen. Sehr schön. Die kann man gut gebrauchen. So, dann machen wir es alles wieder zu, das ist schön. Weil das ist, Warte mal, schauen wir mal, passt auf. Ne, falsch, fertigen.
Kann ich eigentlich eine Tür? Wo ist denn die? Da dann. Holzluke. Kann ich die erst seitlich hinlegen? Das müssen wir jetzt einmal ausprobieren. Ich versuche das, weil ich habe das nämlich in der ersten Welt, habe ich das nämlich nicht gebraucht. Also kannst du da jetzt das nicht. Hallo, mach das zu, bitte. Wieso geht das, ne? Ah, zumachen da. Was ist das eigentlich da? So, okay, jetzt können wir das zumachen. Sehr schön. Gut, gut. Und dann möchte ich da Luke setzen, aber ich glaube, das wird nicht gehen. Fertigen, Luke. Da brauchen wir Holz. Müssen wir auch wieder Holz machen, sehe ich gerade. Okay. Wenn wir das gleich in Angriff nehmen. So. Haben wir ja Gott sei Dank jede Menge Holz da oben. So, und jetzt schauen wir mal, kriegen wir da die Luke rein? Nee, natürlich nicht. Nicht so, wie ich möchte. Das ist schade. Das ist schade. Von vorne 19% schlecht, ne? Sehr logisch. Entschuldigung. Ja, wir sollten schon langsam anfangen zum Haus bauen. Das, was wir jetzt dann in Angriff nehmen werden. Und zwar fertigen. Pass auf. Wir brauchen. Ne, ich muss einmal da rein. Wir brauchen Wände. Um Wände herzustellen, brauchen wir Topf, Schloss, Nägel. Okay. Da brauchen wir Eisenerz. Und Eisenerz haben wir noch nicht. Das ist schlecht. Das heißt, wir müssen doch nach unten graben. Okay, machen wir da mehr Licht. Wir müssen nach unten, wir müssen nach unten, wir brauchen Eisen. Und das nicht wenig. Okay, dann kommen wir da mal runter. Machen wir noch weiter. Warte mal, entferne Leiter, ja, die brauchen wir dann nicht mehr, wir haben eh da die Leiter. Ups, ich fällt da rein. Huch, das schwimmt was. Sehr schön. Gut, was ich machen wollte, ist eigentlich, ich wollte dazu machen. Und da werden wir das wegnehmen, da können wir die Leiter auch entfernen. Genau, so machen wir das. Und zwar, ja, Leiter weg bitte. Da können wir da die Luke, glaube ich, drauf geben. Können wir da Luke drauf geben? Ja, gehen wir perfekt. So wollte ich das eigentlich machen, dass wir damit zumachen wieder. Ja, in 8 Minuten kommt der große Angriff. Ja, was ist jetzt? Ne, echt jetzt? Okay. Na, Gott sei Dank. So. Und jetzt dann machen wir folgendes: Wir brauchen da Leiter. Auf jeden Fall eine Leiter. Sonst plumpsen die dann wieder runter. Dann können wir da uns weiter nach unten graben. Wir müssen da auf den Rücken graben, das hilft nichts. Graben wir da mal so rüber, dass wir da mal einen Überblick kriegen, ob wir da herüben irgendwo Eisen finden. Du bist angegriffen, das ist schön. Wo? Oh, Jedi Alarm. Jedi Alarm. Mini-Jedi-Alarm, was ist da los? Nein, 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 nicht. Attacke, Leute, Attacke. Oh, und das schneit schon wieder. Super, wie viel? Ach Gott. Also das mit dem Schnee ist ja interessant, dass da immer wieder aufgeschüttet wird. Schaut sich das an, was sich da ausspielt. Heftig. Ja, macht sich Schnee weg. Was, wir werden schon wieder angegriffen? Du gehst dich einmal ausruhen.
bevor da was Schlimmeres noch passiert. Ich hab gesagt, du gehst dich ausruhen. Ausruhen, komm. Leg dich hin. Hallo? Wieso tut er das eigentlich nicht, was ich ihm sag? Und wo scheitert das jetzt? Ah! Okay. Die haben uns da... Nee. Die haben uns die Tür kaputt gemacht. Ja gut, Freunde, aber wie das weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Wir müssen da die Tür wieder hinsetzen. Und da dann, ne? Und ja, der Manikus sagt wie immer, ich bin da jetzt echt enttäuscht, dass uns die das kaputt gemacht haben, die Miststücke. Aber was soll's. Okay, der Manikus sagt wie immer, ciao, ciao.